Hallo, herzlich willkommen in der Textilwerkstatt der Kunsthochschule Kassel. Jetzt zeigen wir den Tafting-Prozess. Das ist eine Tafting-Maschine, damit kann man Teppiche herstellen. Wir haben unsere Wolle schon eingefädelt, das hat man im Vorvideo sehen können, wie das funktioniert. Und wichtig beim Taften ist, dass wir immer eine Richtung haben, in die wir taften, die ist nämlich nach oben, also oder geradeaus. Wir können die Tafting-Maschine auch drehen und Kurven machen. Was wir nicht machen können, ist rückwärts. Dann würde sich hier dieses Füßchen in dem Trägergewebe verfangen. Was wir vorbereitet haben, ist einmal ein kleiner Taftingrahmen. Hier an der Seite befinden sich herausstehende Nadeln und wir ziehen ein Trägergewebe auf, was wir auch gut spannen. Dabei fangen wir immer an, die gegenüberliegenden Seiten vorzuspannen, rechts und links dann auch als gegenüberliegende Seiten vorzuspannen und im Nachhinein noch immer mal ein bisschen etwas Zug drauf zu geben. Hier unten haben wir auf einer Garnabroller drei Rollen Wolle aufgestellt und ich würde jetzt einfach mal eine Bewegung machen. Wichtig beim Taften ist immer, dass wir auch hier diesen Seilzug nutzen als Zugentlastung und dass wir, wenn wir auf die Fläche taften, mit der Tafting-Maschine uns orthogonal dazu befinden, also nicht so schräg abdriften. Ich mache einfach mal eine Reihe vor. An diesem kleinen Rädchen hier hat man noch die Möglichkeit, die Maschine auf ganz, ganz langsam oder auch ein bisschen schneller zu stellen. Die Dichte des Teppichs hängt hinterher davon ab, wie viel Garnstränge haben wir eingefädelt, wie langsam taften wir und in welchem Abstand taften wir die Taftingreihen. So, man drückt jetzt einfach auf das Trägergewebe etwas auf. Und dann schaut man, dass man rechts sich nicht verheddert in dem Garn, was in die Maschine eingefädelt ist. Und jetzt würde ich mit dem Zeigefinger einfach mal die Tafting-Maschine betätigen und die Druckluft geht an, wird jetzt ein bisschen laut. So, das war's schon. Jetzt sieht man, wird hier in einem definierten Abstand so ein kleines V abgeschnitten. Die Länge des Flors ist bedingt durch die Länge der Nadel, die in der Maschine eingefädelt ist. Bitte die Nadel und das Messer nicht selbstständig wechseln, sondern die Werkstattleitung fragen. Wir können auch das Messer ausbauen, dann wird der Faden nicht abgeschnitten und wir können einen Teppich mit Schlingen herstellen. Und jetzt zeige ich noch mal kurz, wie man die Maschine wieder rückbaut. Dabei ist es nämlich wichtig, dass wir jetzt zuerst den Strom von der Maschine abstellen. Und Fabi, bist du so nett und würdest jetzt die Druckluft einmal abschalten. In diesem Schlauch befindet sich dann allerdings noch Druckluft. Die müssen wir erstmal aus dem Schlauch auspusten. Dazu haben wir mit einer Kopplung diese Pistole auch noch hinten an der Druckluft angeschlossen. Und wir pusten das Rohr leer. Beim Pusten bitte nicht auf den eigenen Körper oder auf andere Menschen pusten, sondern in eine Ecke, wo es ungefährlich ist, dass da keine Teile rumfliegen. Und man hört, jetzt ist das Rohr leer gepustet. Und jetzt können wir auch, ohne dass es Peng macht, diese Kupplung hier trennen und die Maschine dann zurück in den Schrank räumen. Das war's.